jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline. Diesmal Nightjob Eroberung groß. Mit dabei ist der Sony Sales Gaming, der furzende Geräusche macht. Es war meine Flasche, aber egal. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sehen uns nach dem kleinen Cut wie immer in-game wieder. Wir spielen heute auf einem amerikanischen Server. Bis gleich. So, da sind wir. Operation Nightjob. Hä? Auswahl? So, stumm. Ach, wir haben nur das, okay. Zubehör. Gibt's denn da schon Zubehör? Nee, natürlich nicht. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Y. So, Parkhaus. Wie gesagt, wir sind ja auf einem amerikanischen Server. Ich hoffe, der Ping ist einigermaßen okay. Das ist nicht der beste mit 100 irgendwas. Aber das soll doch nichts machen. Sei froh, dass du nicht so wie gestern diesen 1000er Ping hast, kannst gar nicht mehr zocken. Das ist richtig heftig. Hat er was mit 400 angefangen und war dann mit 1000, dann hat es aufgehört. Ach du Scheiße! Ja, schon den ersten Kill gefressen. Die Zuschauer, ich habe gestern mal auf Amazon so umgeguckt nach einer neuen Maus. Dabei ist mir das Mauspad von Rocket. Von Rocket die Mauspads, wie sagt man, ins Auge gefallen. Lohnt es sich, ein Mauspad zu kaufen oder nicht? Ich meine, ich habe hier einen relativ guten Holztisch. Also ich meine, ich spüre keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Mauspad habe oder nicht. Also ich hätte gern Mauspad zum Zocken. CSGO oder so. Okay. Weil ich merke gleich selber, wenn ich auf dem Holztisch mit der Maus, okay, ich habe jetzt so eine Maus wie du hast, so eine Infrarot-Maus, ne? Aber ich merke richtig, wenn ich CSGO zocke, dann rutsche ich mehr vom Tisch runter mit der Maus. Und dann versuche zu zielen, also sprich so zu aimen bei CSGO, ich merke das richtig. Okay. Was fehlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde sagen, es lohnt sich, aber ist deine Sache. So, ich wurde befördert, Level 18. Nur weil ich. Das gibt's doch nicht! Ich wurde befördert und wieder gekillt. Ja, genau. Ich wurde befördert und gekillt. Ich bin jetzt Level 18. 4 oder Hardline? Hardline. Okay. Hättest du zugehört, Tobias? Hättest du es gehört? Aber nein. Ich hab gesagt Battlefield Hardline, ja? Guck in die Aufnahme. Ja, ich mir die Aufnahme genau an. Ja. Schau sie mir jetzt gleich selber an, wenn ich es falsch aufnehme. Hallo, wir sind zu Battlefield. Ja. Welcher Teil? Also, Battlefield Hardline, ja. Wisst ihr, dass es. Ganz alte Company 2. Oh Gott. Ihr wisst ja, dass es. Opa. Ihr wisst ja, dass ich ausschließlich nur noch Battlefield Hardline spiele. Jawohl. Easy Double Kill. Alter, Gasgranate, ich kack ab. Mein Marke ist so aufgebläht, ich hab den ganzen Tag nur scheiß Wasser gesorgt, ey. Nur Wasser, sonst nichts, nur Wasser, 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 ey. Aber irgendwie nice. Hunger irgendwie. Ja, das war mein Tod. Aber hier bei B ist sau viel los. Ich hab jetzt gerade ungefähr. Ne, ich hab gerade echt 3 Kills gemacht. Ich habe hier keine Granate. Ich habe keine Munition mehr. Das meine ich damit. Ja, bis ich die Waffe gewechselt habe, am Nakoi. Und nicht vergessen, Herr MH, kein K drücken, ja?
Ja, kein K. Ja, ich habe jetzt eh kein. Also ich bin jetzt eh gebannt bei CSGO, da kann ich kein CSGO mehr spielen. Die Folgen sind übrigens mittlerweile viel kürzer als die Battlefield-Folgen. Somit sind die nur 20 bis 25 Minuten lang. Sorry dafür, aber ich kann es nicht ändern. Langt auch, meine ich auch. Das gibt's doch nicht, da hat er noch 60% Gesundheit, er hat ein besseres Aim als ich könnte kotzen. Sagen wir mal so, ich sehe auch ein paar YouTuber, die nehmen halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde oder so auf. Sag mal, tut ein normaler Mensch so lange zugucken? Also ich hätte also mir lange maximal, zum Beispiel wie bei Pete Smith, die mache ja auch alles mögliche 28 Minuten lang für mich vollkommen für eine Folge. Ja gut, Also länger würde ich auch nicht machen. es gibt so Let's Plays, da ist halt bei Battlefield zum Beispiel, bei Battlefield 4 sind die Runden halt ewig lang, da lohnt sich das schon halt so ein ganzes Ding aufzunehmen. Also Ja, es ich gibt glaube eine Unterschiede, Runde. ja. Es gibt Unterschiede. Ja, aber weißt du, so sprichst Battlefield weiß auswendig. Ja, ich habe zwar nur das 3 auf der PS3, aber trotzdem, ich kenne diese ganzen Modus, wie lang das dauert. Das, sagen wir mal so, es geht mindestens Herrschaft und was weiß ich, was da alles gibt. Einnahme, was weiß ich, bla bla bla. Geht eine halbe, dreiviertel Stunde, eine komplette Runde. Ah ja, klar. Das könnt ihr noch verstehen, aber so manche Spiele, sagen wir mal so richtig Spiele, wo normalerweise keine Sau mehr zockt, also sogar nicht einmal ich, die würde ich nie im Leben so lang aufnehmen. Da würde ich Na. Minimum 10, 12 Minuten So, aufnehmen. jetzt habe ich aus Versehen die Shotgun genommen, das macht aber nichts. So, wir versuchen jetzt mal irgendwie nach A zu kommen. Ich hab doch nicht mal ein Aim, Alter. Ich könnte ausrasten, Alter. Richtig schlecht. Amena. So, wir versuchen es mal mit der RO99. Mit der RO933. Die haben doch krankes Aim! Der hat noch 43% Gesundheit, Alter. Bis ich da mal Schaden gemacht habe, bin ich schon längst tot. Schon um die Ecke schon. Hör mal auf, ey. So, mal gucken, was. ACWR ist die besser. Kontrolle Schaden macht die mehr. Präzision, was? Ja, genau. Präzision. Ist dafür schlechter? Ja, jetzt ist der Tobias weg. Wahrscheinlich. So, wir sehen uns gleich wieder nach einem kleinen Cut. So, da sind wir wieder. Wir probieren jetzt Also mal eigentlich eine andere Waffe aus. Skype. Die ACWR. ACWR. So, da sind wir wieder. Nach dem 50. Cut gefühlt. Skype hat mal gemeint, einfach eine Aktualisierung zu machen mitten in der Aufnahme. Läuft bei uns. Ich weiß, Skype hat eine schlechte Qualität. Aber Amanakoi. Skype hat generell eine scheiß Qualität. Man hört es ja in der Aufnahme, dass ich anscheinend so ein schlechtes Headset hätte, ne? Oder sprichst du ein Membraner, ne? Ja. Okay, die ACWR ist schon ganz okay. Na. Da geht das Gameplay schon nicht so lang, da muss ich 50 Cuts einbauen, weil das Dreck-Skype sich updatet. Einfach mal so, können die das nicht machen, bevor man das startet, Skype? Einfach so. Nein, ich bin Skype. Ich mache, was ich will. So, die AKS 74U, die soll ganz geil sein. Offene Visierung, Zubehör, Laser.
Kein Mündung. Tarnung. Tarnung, wollte ich eine andere Tarnung jetzt mal nehmen? Ist es so heftig, dass du so einen starken PC brauchst für GTA nur auf dem PC oder was? Ja, das ist geisteskrank. Echt? Ja. Aber deiner müsste eigentlich auch vertragen, oder? Naja. Ich glaube nicht, dass meiner das schafft. Das einzige Problem bei mir wird die Grafikkarte sein. Hey, warst du gestern auch schnell im Bett? Ey, ich bin so um 9:30 und bin ich eingepennt. Hör mir auf, ey. Ich glaube, das wird heute auch wieder passieren. Ich raste noch aus bei dem Spiel! So, ja, ich spawn aus Versehen immer bei unserem Spawn. Hätte auch bei unserem Squad spawnen können. Das geht. Ne! 13% Gesundheit. Da macht er noch ein Blatt. Das ist für den nix. Level wahrscheinlich 350 Millionen, ja? Kein Leben. Ich weine irgendwann noch. Wir verlieren das, wenn wir so weitermachen, ja? Die haben alle Kontrollpunkte. So geht's mal immer bei CSGO, weißt? Der Gegner, der über... Ja, da campt der da mit der Sniper! Wie wär's, wenn wir mal C einnehmen? Bei C ist nämlich immer keine Sau. C einnehmen. Die rennen bestimmt alle nach A oder B. Der weiß genau, wo ich stehe, ne? Der weiß es genau. Richtiger. Richtiger. Ja, was ist er für ein Level? 77. Ist kein Wunder. Der kennt es auswendig. Die Amerikaner, die sind halt hier irgendwie auf ihrem Server gut vertreten. Sonderriste. Du spawnst da mittendrin und die schießen dich von allen Seiten ab. Was soll das denn? 7:11, ich war so gut mit meinen 7:3. Und dann kamen die. Ja, spawnst wo Feuer ist. Wahrscheinlich. Ja, zwei umgebracht, wurde ich gemessert. Geil. Aber die Mechanikerklasse bei dem Räuber ist immer noch die beste irgendwie. So, MP5K Bronze Service da. Ist die, ich weiß nicht, gibt's die M4A1 bei Battlefield Hardline? Ja. Ist die gut oder nicht? Ich hab sie noch nicht gespielt. Ich hab nur irgendwas. Ich hab
nur gehört, dass dieselbe Waffe bei manchen Spielen immer unterschiedlich stark sind. So ungefähr bei Battlefield ist die Waffe stärker wie bei, keine Ahnung, Call of Duty oder so. Was weiß ich. Vielleicht hätte ich einen richtigen krassen PC, dann könnte ich mit der Battlefield 1 zocken. Ja. Ich bin mal gespannt, ob mein PC überhaupt Battlefield 1 schafft. Kannst du nicht irgendwie Informationen abrufen, was der... was das Spiel braucht generell? Nee, ich kann schon, aber ich habe noch nicht geguckt. So, einen habe ich. Die Runde ist gleich zu Ende, war heute eine kurze Folge, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Blablabla. Noch 4 Minuten Spielzeit. Ich versuche mal, dass ich das nächste Mal... Ich versuche, dass ich das nächste Mal eine längere Runde kriege. Morgen startet, also am 31. August, morgen startet die Battlefield 1 Beta. Da wird erstmal sowieso Hardline pausiert und Beta aufgenommen. Also nicht direkt morgen, sondern übermorgen. Weil morgen bin ich meiner Freundin. Aber übermorgen Donnerstag wird Battlefield 1 Beta aufgenommen. Und da wird einiges noch hochgeladen davon. Deshalb wird da Battlefield 1, ich denke ich mal, spätestens ab nächster Woche pausiert. Das Ganze seht ihr dann aber auf dem Upload-Plan, der übrigens hier unten in der Videobeschreibung ist oder auch auf meinem Kanal. Da solltet ihr öfters mal vorbeischauen, weil der ist eigentlich immer relativ aktuell. Ja. Wenn ich noch morgen Kraft habe, nehme ich das auch mit auf der PS4. Ruf mal Battlefield ein. Bin mal gespannt, wie das ist so. Dem gebe ich Headshots und der stirbt nicht, Alter. Aber ich denke mal, die Beta geht sowieso so wie jede Beta eine Woche, oder? Ich weiß nicht, wie lange die Beta geht. Ich guck gleich mal bei Origin, da steht nämlich alles, auch wie die Voraussetzungen davon sind. Also Titanfall ging nicht so extrem lange. Das ging, Titanfall 2 ging ja auch die Early Access auf PS4 und PC ging ja auch insgesamt 5 Tage. War da schon die Beta? Ja, die schon wieder abgelaufen. Aber gesagt, gestern ist abgelaufen Titanfall 2. Ach du Scheiße, und ich hab's nicht mitbekommen, ey. Siehst du mal. Ich hab's auch später mitbekommen und hab's nur einen Tag gespielt. Hab gar nicht mitbekommen. Hättest du mal ein Video aufgenommen oder so? Aber sag mal so, es lohnt sich, das Spiel ist richtig geil. Ich hab mal halb oder dreiviertel Stunden mit dem Clan zusammen, also mein eigener Clan, haben wir das gezockt mal zu dritt. Aber es lohnt sich wirklich, es ist ein gutes Spiel. Ist doch gut. So, jetzt soll es ja jetzt auch einen Singleplayer davon geben, gell? Aber das Geilste ist ja bei Titanfall 2. Das Geilste ist, wenn du den Titan hast, ey, da tust du mit so einem Fettsack rumlaufen, weißt du, und knallst die anderen ab, ey, mit so einem Iganter. Ja. Das ist richtig geil. Ich hab ja Titanfall 1 schon auf dem PC, das war schon nice. Halt nur Multiplayer. Aber das war auch schon ganz geil. Das war eine, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Da sind die Modis ein bisschen anders. Ja. Da gibt's einen Modi, da musst du so die Leute Gegner töten oder kriegst dafür Geld. Was? M98B? Wo? Und musst dann das Geld dann bei dir in der Base abgeben. Okay. Also sprich, du kriegst Kills für Gegners abschießen. Ja. Und wenn dies einer killt, verlierst du Geld. Also ganz komischer Modus. Alter, überall campen hier die Sniper, was ist denn? Sniper-Tag forever. Wahnsinn, wie die Sniper hier auf dem Parkdeck gecampt oder campen. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eroberung groß auf Nightjob, das ist so in so einer Bank. Ah, da hab ich auch die Beta gespielt von Hardline. Das ist doch so eine Riesenbank, gell? Ja. Wo du oben und unten laufen kannst, ne? Ja.
Na okay, nochmal Felsgesicht. Tut dir auch ein bisschen der Arsch weh? Nee, es geht eigentlich. Ich bin nur müde. So, die Runde ist zu Ende. 28 Sekunden noch. Wie gesagt, ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Ganze... Nächste Folge wird länger. Nächste Folge wird auf jeden Fall länger. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute. Euer MH261095 und euer Sony Schweiß Gaming. Tschüss. So, ihr seht noch, was ich gekriegt habe. Macht's gut.